So gut wie alles, was wir im Alltag haben, benötigt Strom. Unsere Autos, Lichter, Handys, Laptop, Fernseher und so weiter. Aber unsere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, sind nicht optimal für die Zukunft. Was ist also die Lösung? Um dies herauszufinden, müssen wir erst einmal durch unser Sonnensystem reisen. Zu unserer Sonne. Dort werfen wir einen Blick in den extrem heißen Kern. Im Kern befindet sich ein Plasma, in welchem Protonen von Wasserstoffatomen mit hoher Geschwindigkeit sich frei bewegen können. Da Protonen positiv geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab. Die Sonne aber übt durch ihre Masse Druck auf den Kern aus, was bedeutet, dass die Atome keine andere Wahl haben, als zu fusionieren. Die Sonne ist natürlich sehr heiß, zu groß und viel zu schwer, um auf der Erde nachgestellt werden zu können. Also wie können wir Atome fusionieren? Um das herauszufinden, müssen wir nach Südfrankreich. In Frankreich sitzt die ITER-Organisation, die versucht, den weltweit ersten gewinnbringenden Fusionsreaktor zu bauen. Dafür können sie aber nicht regulären Wasserstoff verwenden. Sie entschieden sich schließlich für zwei Isotope von Wasserstoff. Deuterium und Tritium. Fusionieren die beiden, erzeugen sie Helium. Wie aber kriegen wir die beiden Isotope zur Fusion ohne das Gewicht der Sonne? Die Antwort ist, wir brauchen viel mehr Hitze. Wir brauchen einen Reaktor, der die Fusion möglich macht, ohne zu schmelzen. Schauen wir uns also kurz den ITER-Tokamak an. Um den Reaktor zu vereinfachen, unterteilen wir diesen in 5 Teile. Magnete, Vakuumgefäß, Divertor, Blankett und Kryostat. Die Magnete lassen das Plasma schweben, damit es den Reaktor nicht beschädigt oder abkühlt und die Fusion abbricht. Das Vakuumgefäß bildet ein extrem starkes Vakuum im Reaktor, damit es nicht zu unerwünschten Nebenreaktionen kommt mit anderen Stoffen. Der Divertor ist zuständig, überflüssige Gase sowie Unreinheiten, die während der Fusion ausgestoßen werden, aus der Reaktorkammer sicher zu entfernen. Das Blankett befindet sich im Inneren der Kammer und schützt den Reaktor vor freilaufenden Neutronen. Als letztes nun der Kryostat. Er kühlt die Magnete auf minus 269 Grad Celsius. Während der Fusion entsteht trotzdem eine Menge Hitze, die wir noch in Strom verwandeln müssen. Wie also machen wir das? Wir nehmen dazu die Kühlflüssigkeit, die im Reaktor zu einem Gas wird. Das Gas verwenden wir wieder dazu, eine Turbine anzutreiben. Dadurch entsteht für uns nutzbarer Strom. Nachteile. Der größte Nachteil liegt bei Tritium, denn es ist stark radioaktiv. Des Weiteren ist es auch sehr selten. Auf der gesamten Erde gibt es nur 20 Kilogramm. Ein weiterer Nachteil ist, wie viel die Forschung an Fusion kostet. Die Forschung kostete schon mehrere Milliarden und wird bis zur Fertigstellung noch viel mehr kosten. Die Vorteile. Die Vorteile sind aber auch nicht zu unterschätzen. Durch Fusion könnten wir eine fast endlose Menge an sauberer Energie bekommen, die uns und unserer Umwelt hilft. Bis jetzt ist Fusionsenergie aber noch Zukunftsmusik und es können noch mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte dauern, bis sie gewinnbringend funktioniert.